Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zur nächsten Folge Trainerkarriere mit Borussia Dortmund. Heute haben wir ein richtig schwieriges Spiel vor uns, nämlich auswärts gegen VfL Wolfsburg. Es wird auf jeden Fall richtig schwierig werden und Aubameyang ist leider immer noch verletzt. Hier könnt ihr es sehen. Upsala, ich glaube ihr habt den Ingame-Ton eben kurz doppelt gehört. Den muss ich mal kurz an meinem Monitor ausstellen. So. Wen lassen wir jetzt spielen? Ich denke mal unsere Stammaufstellung, also diese hier. Ginter links, ja, passt alles. Reus im ZOM. Kagawa, ihr habt immer unten in die Kommentare geschrieben, dass ich Kagawa mal im ZOM spielen soll, lassen soll und Reus im linken Mittelfeld. Nee, ich möchte aber ein bisschen anders spielen, deswegen lasse ich es einfach so. Reus im ZOM, da gefällt er mir richtig gut. Kagawa gefällt mir links auch gut, deswegen sehen wir uns wieder bei der ersten Szene. Reus, da oben kommt Adrian Ramos und der zieht das Ding mit 300 km aufs Tor. Die nächste Flanke, Ramos. Weil in der letzten Folge schon ein paar Punkte liegen lassen. Bayern ist jetzt schon auf dem ersten Tabellenplatz, wir nur noch auf dem zweiten. Also wir haben in den letzten paar Folgen ein paar Fehler gemacht. Marco Reus. Immer noch im Angriff. Reus, Ramos, Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan zieht nochmal zurück. Berbaspin, Mkhitaryan. Komm, erstmal aus. So. Wir sind ja hier immer noch perfektomatico im Angriff. Uiuiui, erstmal Marco Reus ranholen, weil der hat einen guten Fund. Mal gucken, ob wir hier gleich mal abziehen können. Wir spielen aber noch mal nach oben. Mkhitaryan, Henrik, Mkhitaryan, was ist das hier für ein Angriff? Immer noch, sechste Spielminute. Gleich mal hier ein 10-Minuten-Angriff. Und Ramos versaut. Aber er holt sich den Ball wieder. Gündogan. Schön von Ginter. Und jetzt hier schnell nach vorne. Reus, Freistoß. Nice, das war Trash. Also wenn er dann das nächste Mal irgendein Foulspiel spielt, dann gibt es, denke ich mal, die rote Karte. Ginter. Bloß die Flanke nicht zulassen, da steht Bastos. Und der ist extrem kopfballstark. Zum Glück geht das hier nochmal gut. Aber natürlich sind die Wölfe immer noch im Angriff. Hier Guyavugi, Flanke auf Caligiuri, aber die Flanke müsste eigentlich... Ja, die müsste eigentlich schon wieder weg sein. Ist sie auch. Birki kommt jetzt hier mal ein bisschen raus. Keiner greift an, dann können wir ganz normal nach vorne spielen. Lukaku, schönes Ding hier. Und wieso abseits? Shinji, was macht er? Scoop Turn. Geht zur Grundlinie, bringt die Flanke. Ja! Wolski, Marco Reus, 55. Spielminute. Alter. Aber richtig stark gemacht von Shinji Kagawa. Geht zur Grundlinie, bringt die Flanke und Marco Reus mit viel Glück und eine richtig gute Parade davon Castells noch. Aber trotzdem geht das Ding rein. Beim zweiten Anlauf. Holy Macaroni, das gibt's gar nicht. 1-0. Jetzt bloß nichts mehr zulassen hier. Wenn jetzt das 1-1 fangen, heule ich. Ganz im Ernst. Schön von Reus. Hier mal ein Alleingang, vielleicht ein Alleingang. Marco Reus spielt nochmal in die Mitte. Adrian Ramos, ja, Wolski. Ich wollte das Tor einfach zu 100% safe machen, deswegen habe ich nochmal abgespielt. Hier aber wirklich ein schöner Alleingang hier von Marco Reus. Zack, der Fake-Schuss geht in die Mitte, hat das Auge, spielt auf Ramos. Und das ist das 0-2. Das muss doch jetzt eigentlich die Entscheidung gewesen sein, oder nicht? Und ich hoffe mal, Bayern hat 1-1 gespielt. Wenn nicht sogar verloren, das wäre noch geiler. Das wäre sowas von geil. Schön, Marco Reus. Die nächste Vorlage. Und Torschütze, Romelu Lukaku. Bam, Junge. Zuerst hat es so ausgesehen am Anfang der Partie. Ja, die Wolfsburger eigentlich klar besser. Kann man so sagen, die erste Halbzeit haben wir nichts gebacken bekommen. Aber jetzt 3-0.
Besser kannst du auch nicht laufen. Jawohl. Shinji, komm, zieh mal ein bisschen. Wir legen noch das vierte oben drauf. Nachspielzeit ist schon oben angezeigt worden. Und es gibt nochmal eine Ecke. Es gibt hier nochmal eine Ecke für uns. Die wir, ja, wo spielen wir sie hin? Einfach normal in die Mitte, würde ich sagen. Marco Reus, Sokratis. Nächster Eckball, wieder Reus auf, wieder so, nee, Lukaku. Und der köpft das Ding einfach mal, ja, ist egal, 0-3 gewonnen, besser geht's nicht. Zack, gehen wir weiter, jetzt bin ich mal gespannt, wie Bayern gespielt hat. 1-2 gewonnen. Mann, ey. Wieso denn Bayern? Da muss doch mal irgendein Fehler mal passieren, dass wir da wieder aufholen, die zwei Pünktchen. Ein Unentschieden wäre geil oder eine Niederlage für Bayern. Aber wir dürfen gar keine Niederlage mehr bekommen. Er wird für 5 Tage ausfallen. Okay, Mkhitaryan, das geht ja noch. Dann wird da Januzaj seine Chance bekommen, sich mal im linken Mittelfeld zu beweisen, würde ich sagen. Dann kommt hier wieder Park rauf. Oh yeah, so. Speichern und Aubameyang, hoffe ich mal, wird jetzt in den nächsten paar Wochen da sein. Hoffe ich mal zumindest. So 1-2 Tage Pause und dann mache ich das Training. So, stoppen. Jetzt mache ich das Training. Nämlich für Gallardo natürlich. Hier. Chancenerarbeitung. Und Romelu Lukaku natürlich. Der steht auch bald vor der 81. Dann dritte Übung für Adnan Januzaj trainiere ich jetzt einfach mal. Tempo-Dribbling. Dann Innenverteidiger, wen haben wir da? Ginter, Außenverteidiger, Dom. Ja, nimm mal Ginter. Wenn der eine 80er Bewertung bekommt, wäre es auch extrem geil. Und dann noch Erik Dom, würde ich sagen. Erik Dom. Alles simulieren. Mal gucken, ob hier einer heraussticht beim Training. Gallardo wieder enorm geil. Hat er etwas höher bekommen. Erik Dom jetzt auch fast bei der 78. Ginter fast bei der 80. Januzaj, denke ich mal, werden wir jetzt immer trainieren. So schlecht fand ich ihn nämlich gar nicht heute im Spiel. Weil Mkhitaryan sich verletzt hat. Also wenn Mkhitaryan wieder bereit ist, werde ich natürlich Mkhitaryan Stamm spielen lassen. Aber so jetzt erstmal für dieses Spiel in der nächsten Folge gegen Frankfurt wird Januzaj in der Startaufstellung stehen. Und ich bedanke mich dann fürs Zuschauen, würde ich sagen. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Die Karriere macht mir in letzter Zeit enorm viel Spaß, muss ich sagen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein.